Lesen auf Platt. Kleine Gedichte und Geschichten auf Plattdeutsch trugen 33 Bremer Schüler aus 5 Grundschulen bei einem Lesewettbewerb ihren Eltern und einer Jury vor. Ich heiße Nick Felix, ich komme aus Asten und ich lese Die Bleachenwürm. Die Bleachenwürm. Also, sagt Herr Meier zu den Kindern in der 4. Klasse. Von dort gewühlt wir in Biologie mal über die Apfelsnacken. Wer von den Eltern hätte denn einen Schreber geworden? Die halbe Klasse meldet sich. Und dann vertellt die Kinder davon, was sie für Sorgen abeln, im Garten haben und wo sie umziehen. Den ersten Platz belegte schließlich Katharina, die eine Geschichte um einen störrischen Gaul las. Die Geschichte hieß Brr und Hü. Als Opa, aber mit des Hüb wohl auch abstiegen wird, Josef Greta durch an. Opa küsse Kopf heißer und Dreck, Köln aber Gaul wohl auch hoch, mit des Hüb achten den Weg. Brr, 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 wollte schon mal Luther und Greta Pietz schon mal flinkern und Motto. Sie kommen ganz flott voran. Greta, der ohne Greta, in wundervollen Weg trag und Opa mehr so in Galopp. Zuletzt werden sie achter der Bank verschwunden. Eckenlos noch ganz ließ der Klobastern von den Wogen und Opas Brrr, Brrr,